Aber also, es gibt eine Sache, die habe ich bisher noch nie gemacht, wollte ich einfach immer mal machen. Ich wollte immer ein Kickstarter-Projekt verkacken. Und weil ich mir gedacht habe, ich verkacke mein Kickstarter-Projekt, habe ich mir eins einfallen lassen. Also genau genommen gestern Abend, als ich mit dem gestörten Space Horse im Irk gequatscht habe, da ist mir die Idee gekommen, ich könnte ja eigentlich, also... Okay, das, was ihr jetzt nachfolgend seht, das ist das Projektvideo, das ich auch bei Kickstarter reingestellt habe. Der Link zum Projekt ist da, Beschreibung unten hier. Draufklicken und... hier halt jetzt in voller Auflösung. Bei Kickstarter geht es nur in so Ficky-Auflösung. Und könnt ihr euch ja überlegen, ob ihr da vielleicht mal ein bisschen was drüber wachsen lasst. Hm? Könnt ihr doch, oder? Schaffen wir. Sehr verehrte Damen und Herren, liebe Kinder, liebe Schwachstromelektriker und Schmuddelvolk. Ihr kennt mich vielleicht als den Zappes vom Elektrostart, den Typen, der dafür bekannt ist, in seriösester Weise richtig gute Elektronik-Edukation unter das Volk zu bringen. Ganz tolle Sachen, die ich da bei YouTube habe. Jetzt habe ich vor, endlich mein großes Opus zu vollenden. So wie jeder Germanist irgendwo einen angefangenen Roman in der Schublade hat, so wollte ich immer schon... ja, eine Tradition seriöser und wirklich professionell hergestellter Teardown-Videos fortsetzen. Ja. Bisher fehlt es mir in erster Linie an Werkzeugen, um sowas mal richtig zu machen. Große Werkzeuge. Und dafür hätte ich wahnsinnig gerne so einen Winkelschleifer. Ah, ich wollte immer schon einen Winkelschleifer haben. Winkelschleifer sind so geil. Winkelschleifer sind für mich das Symbol für knackige, gut gebaute Bauarbeiter, die im Sommer schwitzen. Okay, vergesst es. Man kann mit Winkelschleifern supergeil Sachen auseinandernehmen. Und Sachen auseinandernehmen, das ist es, was wir alle sehen wollen. Deswegen möchte ich, dass ihr euer Geld zu mir überweist, damit ich hinterher zum Dealer gehen kann, mir so einen Winkelschleifer von Makita besorgen kann, damit die Akkus für meine Heckenschere nicht nur für die Heckenschere gut sind, sondern auch noch so eine Zweitverwertung haben. Und dann schnappe ich mir das Ding und die Kamera hier, die gerade das... ne? Und dann mache ich Zeugs klein. Ich weiß noch nicht genau, welches Zeugs, aber ich habe noch Festplatten, ich habe CD-ROMs. Ich glaube, ich habe noch irgendwo ein defektes Display rumliegen. Ein altes Multimeter findet sich bestimmt auch noch so, lauter so ein Kram in der Art. Und ihr könnt natürlich auch gerne noch was spenden. Jedenfalls nehme ich dann dieses ganze Zeug und den Winkelschleifer und dann... Winkelschleifer-Massaker. Ich habe übrigens auch so eine Eishockey-Maske. Kann ich aufsetzen, wenn ihr wollt. Ist ja auch wegen die Sicherheit und so. Ja, und wenn hier genug Leute komisch genug drauf sind, um Geld also zu mir, dann kaufe ich auch noch einen Vorschlaghammer. Ja, oder zumindest so einen kleinen, fetten, schweren, sowas, was richtig bam bam macht. Und mit dem Hammer zerkleine ich dann noch das, was der Winkelschleifer übrig gelassen hat. Damit die Jungs beim Wertstoffhof sich auch mal so richtig wundern können, was ich abliefere. Ja, und also das wäre so bei 400 Euro. Ne? Also für 300 Euro kriegt er das Video mit dem Winkelschleifer. Für 400 Euro haue ich noch hier, ne? 750 Euro. So viele Bekloppte gibt es da draußen nicht, aber ich sag's zumindest mal. Falls 750 Euro zusammenkommen, ja, dann kaufe ich auch noch einen fetten Akkubohrhammer von Makita mit einem Meißelset. Und irgendwas fällt mir dazu ganz sicher ein im Zusammenhang mit diesem ganzen Projekt. Ne? Ja, und wisst ihr, was das Beste wäre? Also mal unter uns, ne? Hier, ich. Wenn wir 1500 Tacken zusammenkriegen, ja, 1500 Euro, dann kaufe ich nicht nur diese ganzen Werkzeuge, sondern dann kaufe ich noch ein iPhone 6 von Apfel. Wisst ihr, was ich damit mache? Ihr werdet sehen. Oh, das wird geil, das wird großartig. Naja, falls wir jedenfalls irgendwo so zwischen den Stufen hängen bleiben, sagen wir mal, es kommen 600 Euro zusammen, ja. Dann kaufe ich so für die Überschlagsbeträge, was da noch dazu kommt, da kaufe ich auch irgendwas Geraffel, Bier, Fleisch, Trennscheiben, Bohrer, Mehrhämmer, Schraubzwingen, Zeugs, das ich
wahrscheinlich in diesem Video und möglicherweise auch in anderen Videos irgendwie verbrauchen kann. Auf jeden Fall Zeugs, ja, mit dem wir alle Spaß haben werden. Vor allem er hier. Ja, ne? Das ist mein Vorhaben. Und jetzt, liebe Kinder, Kreditkarten raus. Bei Kickstarter hier für die Deutschen, ne, bis 250 Eier geht das auch sogar hier mit EC-Karte. Habt ihr doch, ne, könnt ihr euch nicht rausreden, dass ihr keine Kreditkarte habt. Und dann lasst mal die Kohle drüber wachsen. Ne? Und dann kaufe ich das Zeug. Dann, dann wird geil. Bis dahin, tschüssing.